Ich glaube, so fühlen sich so, weißt du, so andere Leute, wo alles frei ist und auf einmal kommt so ein Typ und muss sich genau neben dran sitzen. Also Freunde, so kommt ein neues YouTube-Video an dieser Stelle. Auf euch geht's gut, uns geht's ausgezeichnet. Wir haben jetzt gerade 9 Uhr und fliegen jetzt gleich nach Ohio, beziehungsweise zuerst nach New York und dann danach nach Ohio. Habe Bock auf die Arnold Classics. Okay, Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall im Flugzeug am Start. Wir haben ein Upgrade bekommen, richtig nice. Wir haben Fußlehne und sowas, hatte ich noch nie. Mach ich sonst nicht, fliege immer Economy. Ist echt lustig, aber wir fliegen nicht Business, okay? Aber 1-1 über Economy, das ist ganz nice. Also Fußplatz, das ist alles gegeben, richtig schön. Jetzt gibt es ein kleines Frühstück. 100 Gramm Haferflocken, 60 Gramm Leon Cereal und Tiefkühlerdbeeren. Holy look at all this damage! Wir haben jetzt 3 Stunden aufgeteilt, bis du unser Mädchen tust. Das heißt, ich esse was und du guckst zu. Nö, ich hab einen Shake und ich hab Nüsse. Hast du noch einen Shake bei? Ja, klar. Ich hab in meinem Koffer Designerway und hier einen Rucksack. Hast du mal wieder verstecktes Placement gemacht? Nein, wahres Placement. Okay, wo, sie. Freunde, was geht's? Lass dir erstmal ausreden. Ist unhöflich, wenn du jetzt anfängst zu reden. Es gibt jetzt, wie gesagt, hier einen Shake. Ich hab 1, 2, 3, einfach 3 Dinger. I was informed by crew that this flight this afternoon is going to have some turbulence, and they will not provide the service. Aber war gar nicht so schlimm. Ein Video zeigen. Willkommen in Ohio. Wir haben es geschafft. Wir sind viel früher angekommen als gedacht. Schon ein bisschen, ja, eine Stunde oder so. Eine Stunde früher als gedacht sind wir angekommen, ja. Das ist super. Mal schauen, ob wir so auch eine Stunde eher an unser Auto kommen als geplant. Ich denke schon. Das wird jetzt, glaube ich, nicht jetzt komplett leer sein oder so, sonst buchen wir das halt um, keine Ahnung. Jetzt warten wir noch auf unser Gepäck. René sagt, hier kommt es raus. Ich glaube, er hat recht, weil jeder sich da anstellt. Ah, und dann gehen wir noch nachher in den Walmart. Eine witzige Sache noch. Der Flugbegleiter hat John direkt beim Einsteigen gefragt, ob er zu den Arnolds fährt. Und gerade beim Aussteigen hat er ihm für Glück gewünscht. Das ist nicht witzig, da dachte er, macht da tatsächlich mit. Freunde. Wir haben Bumblebee, also andere Farbe. Anderes Auto. Anderes Auto, einfach alles anders. Aber auch eine Marke eigentlich. Ne? Die ganzen Autos sind hier einfach offen und die Schlüssel sind drin. Also falls ihr eine Massenraubveranstaltung machen wollt, ich bin nicht der Verantwortliche dafür. War ziemlich leise, aber der war schön brummig. Ich bin übrigens sehr gespannt, erstens, wie viel wir am Ende ausgeben für Essen. Weil in Orlando war es schon sehr teuer, was zu essen angeht. Und wie dein Einkauf jetzt so aussieht in deiner Diätvorbereitung oder was auch immer das ist. Gleich. Ich habe ja auch Instant Oats von ESN, ich habe es noch nicht probiert. Oh, wieder Placement, stark. Bruder! Das kaufe ich jetzt meiner Freundin safe. Romeo Space Dunk. Keine Ahnung, ob es sehr gefällt. Ich bin immer 2 mit safe. Hätte ich schon Bock auf sowas. Ich nehme einen Birthday Cake mit und warte mal ab, was William sagt, ob ich einen essen darf. Dieser Wagen ist so scheiße. Schon mal, der fährt die ganze komplett nach links. Sie hat alles voll. Bitte. Come on! Get off the road! Wir sind angekommen, Freunde. What is the time? 21:50 Uhr, Freunde. Wir machen eine ganz kurze Roomtour. Hier ist die Küche für die nächsten Tage, die am Start sind. Hier sieht man auch mal die Plastiktüten. Das ist so ab und zu. Schau. Ein Stück Fleisch in dieser Tüte. Wir Deutschen würden 10 von den Dingern reinstecken und hoffen, dass es nicht reißt. So heißt es auf die Art. So kaufen wir einen. Ganz kurz, das ist unsere Küche. Wir haben einen riesengroßen Herd. Ja, wir haben Olivenöl sogar und wir haben Salz. Okay, wir haben das ganze Gewürz auch noch da. Okay. Ah, unser ganzer Kühlschrank ist auch voll mit Subs. Was denn? Don't drink any kind of vitamin water. Drink La Coq. Ja, dann gehen wir mal hier direkt in den Wohnzimmer, oder? Hier haben wir noch einen Esstisch mit einer blauen Schildkröte am Start, ein bisschen Pflanzen, noch blaue Schildkröte an der Wand. Schildkröten sind cool, mag ich. Diese Luft hier, die ist viel zu stark eingestellt, Alter. Das ist gut für Winter und so, aber so nicht. Ich glaube, Roomtour ist nicht so unser Ding. Was ist das? Das Balkon. Freunde, auf jeden Fall haben wir einen kleinen Wohnzimmer, Schreibtisch und so weiter. Alles easy, gechillt, bequem. Die Couch hat mich gerade echt überrascht. Entweder weil ich mit dir die ganze Zeit im Flugzeug saß und alles so hart war. Und alles, was man jetzt berührt, so ultra weich ist. Machen wir mal weiter.
Schlafzimmer hast du gesagt, gibt es zwei Stück, ne? Yes. Oh, geht doch fit. Geht doch fit. Wasser läuft, Wasser warm. Mehr brauchen wir nicht einfach, Freunde. So, also ein bisschen Lager. Wir haben hier auf jeden Fall ein Schlafzimmer, ein großes Bett. Und hier haben wir das Schlafzimmer mit den zwei kleinen Betten. Hier sehe ich mich. Aber wisst ihr, was ich nicht mag? Das hier. Amerikanische Filme haben uns hier komplett. Ja. Ne? So, Johnny hat gekocht. Ich hab nicht die Bude gekocht. Qualmt. Ich hab nicht gekocht. Du. Esse ich? Oder wer ist? Das war in der Mikrowelle. Und das ist Cottage Cheese. Guck mal, was du da verbringst. René hat gekocht. Er hat sich da zwei Brotscheiben gemacht, mit Käse überbacken, in den Ofen rein. Es war Panik in den Augen. Ich hab's genau gesehen. Hä? Es war Panik in den Augen. Okay, wir verabschieden uns für heute. Verabschieden uns, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in 5 Sekunden wieder. Für uns geht's aber erstmal schlafen. Naja, guten Morgen erstmal. Es ist 8 Uhr. Johnny nimmt jetzt seine Subs. Er möchte das gefilmt haben. Also musste ich jetzt auch schon aufstehen. Du warst schon wach. Du musst nur von der Couch aufstehen, wenn dann. So, Freunde, einmal Ashwagandha. Eine runtergefallen. Zweimal Diet Support Pro. Ihr könnt ruhig 4 Kapseln maximal am Tag nehmen. Ich nehme nur 2 in der Früh. Auf leeren Magen, weil ich gerade auch in der Diät bin. Und 2 vor dem Training. Ja. Was ist denn hier los? Und der muss erstmal gleich in die Dusche gehen, Alter. Ich rieche nach Fleisch. Willst du jetzt noch duschen gehen? Oberkörper. Ich mach keine Haare. Ich mach nur Oberkörper. Beides gibst du immer, ne? Hä? Nee, also wow. Wow. So, Freunde. Wir sind auf jeden Fall startklar. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Gym. Das wird's gerade gegönnt. So viel dazu. Wir sehen uns gleich. Kleine Planänderung. Johnnys Haare, ihr seht das Problem. Wohin wollte ich mir das Coaching beenden? Das war sehr unangenehm. Wir fahren jetzt zur Easton Mall. Glaube ich, die größte Mall im Staat oder einer der größten. Ich kann auch hier mit meiner Karte machen. Ich kann hier da reinstecken. Ich wollte schon mal so eine Parkuhr bedienen. Okay, ich check meine Karte rein, du kannst tippen, okay? Wir sind jetzt hier übrigens in Easton, haben wir glaube ich schon gesagt. Die sind überall so kleine, richtig coole Gebäude. 2 Dollar für 90 Minuten, dafür kann ich dieses Jahr nicht mal 10 Minuten parken. Da steht Remove Quickly. Wer das piept, dann please wait, das war noch nicht. Da 45 Minuten Zeit. Aber was denn? Wir können hier einfach neu dann dingsen, oder? Ist das jetzt unseres oder was? Ja. Okay, dann machen wir das dann. Ich stelle mal einen Timer. Okay, warte, please wait. Approved. Ah, ich glaube, ich hätte auch mehr drücken können. Egal, jetzt haben wir 45 Minuten. So, ich hoffe, ihr habt die Kamera richtig eingestellt, Freunde. René ist jetzt gerade ganz kurz einkaufen. Was für seine Frau. Ich gönne mir hier mein Rice Pudding mit Banana. Und die Sailnery, Leon Siri auf jeden Fall. Wir haben gute Sachen am Start bekommen, auch für meine Freundin zum Geburtstag. Und ich habe noch nicht alles vollständig. Ich wollte noch 1-2 Sachen vielleicht holen. Dann machen wir kurz TÜV. Die Seiten auf akzeptabler Basis schaffen. Mr. TÜV, Meister TÜV. Keine Ahnung, mit zu welchen Frisur werde ich gehen. Aber ich schau mal, wie das Ergebnis wird. William wird hoffentlich stolz. Was hast du für deine Freundin gekauft? Das kann ich so noch nicht zeigen. Ich möchte das jetzt deine zeigen. Deine Freundin deine Videos? Bestimmt guckt sie die Videos, weil sie nicht dabei ist. Und ich auch nicht davon alles erzählen kann, weil so viel passiert. Deswegen, Schatz, wenn du zuschaust, ich liebe dich. Armanem, Babanem, the Judge of Fam. Freunde, Seiten wurden gemacht. Oben habe ich jetzt gelassen. Ich bin so aufgestanden, Freunde. Ich habe jetzt nichts herumgestylt oder so. Haare sind gleich geblieben. Ist noch in Ordnung dafür. Seiten, top. Passt, was sagst du? Die hätte gesagt, die hat keine. Besser. Auch kurzfristig, er war reingegangen, haben gesagt: Hallo, was geht? Und dann haben die gesagt: Ja, komm rein. Haben die gesagt: Salam alaikum. Walaikum salam. In Deutschland ist jetzt eigentlich für mich Schlafenszeit. 22 Uhr, ich habe so ein bisschen gemerkt, dass ich müde werde. Da müssen wir entgegenkämpfen. So muss sein, Freunde. So muss sein. Ich kann das nicht fassen, Alter. Das Gym ist wahrscheinlich das vollste Gym ever. Wir haben auch schon die erste Fehlentscheidung getroffen. Wir haben ein Wochenendticket hier gebucht. Das war die größte Fehlentscheidung. Also, wenn dieser Arnold Classics herkommt, holt auch einen Daypass und geht danach andere Fitnessstudios. Sein Wochenende war 86 Dollar. 80 jetzt. Ja, plus Tax. Und Tagesticket 30. Ja, das war natürlich nur mit richtiger Karte. Das heißt, René hatte nur MVP. Also, kauf mir Code Johnny ein, dass er ja, auch nächstes Jahr wieder ins Gym gehen kann. Bitte supported, Alter.
mehr Gewicht, wir machen jetzt 140. So, 160. Schon irgendwie lustig, dass die Stange sich jetzt schon ein bisschen durchbiegt. Aber ist es ein bisschen schwerer als 160, weil eine 20er Scheibe hat irgendwie in Deutschland nur 20 Kilo, aber hier hatten die 20,5. 45 lbs. Mal schauen, was geht. Ich bin guter Dinge. Ich muss aber jetzt jemanden gleich fragen, ob er mir rausheben kann. Yeah, I can do a few reps. It's not a problem. Let me get one more in. Okay. Okay. Okay, okay. Er hat das Gewicht angeguckt und hat dann groß gestaunt, gesagt, okay, warte kurz, er macht noch einen Satz, damit er sich da fokussieren kann. Hab gesagt, aber ich mache ein paar Reps damit, keine Angst. One, two, up. Thanks, got it. Leave it, it's okay. I got it. Thank you, bro. Thank you, man. Cheers for Toronto. Me too. Das Lustige war, ich habe es gemerkt, es hat mich nicht so ganz gestört, aber der Typ hat mich beim Bankdrücken, der neben mir gedrückt hat, zweimal meine Stange leicht verschoben. Jetzt machen wir 170, ein paar Reps. Ich mache jetzt nicht all out, Freunde. Ich mache einfach ein paar Reps, die einfach gehen. Ich mache einfach schön fokussiert. Lass brutal laufen. Ihr habt ja gesehen, ich habe nicht ultra schnell gedrückt oder so, sondern ich habe einfach so schön ip. Dann machen wir jetzt noch zwei, drei Sätze und dann gehen wir zur nächsten Übung. Und got it. Yep. Yeah. How are you? Thanks. Oh yeah. Oh. That's why smart people only touch the bar. A lot of guys with smart people, they go like this. Yeah. Which all you need to do is go like touch the bar. That's why I'm asking you again. That was a great spot. Thank you, man. Jetzt machen wir noch zum Schluss ein Dropset. Das heißt, wir machen 160 auf 140 und dann auf 100 einfach ballern. One, two, up. Yep, got it. Zieht hier doof irgendwie. Ich mache lieber direkt Fleiß. Zieht hier gerade ein bisschen doof in der Brust. Also so, dass es unangenehm ist. Machen wir jetzt mal kurz Fleiß. Dann wird es mit Fleiß besser. Mal schauen. Ich habe jetzt aufgehört zu trainieren, Freunde. Also jetzt ist gerade echt Schluss. Ich habe gerade nur drei Sätze Fleiß gemacht, mehr nicht. Das zieht einfach zu sehr hier oben in der Brust. Da sollte man auf jeden Fall echt aufhören. Meistens noch ein bisschen Cardio, halbe Stunde. Wie ich es eh jeden Tag tun muss, hat das Training, lasse ich jetzt einfach mal gelten. Weil Gewicht habe ich bewegt, Pumpe hatte ich geisteskrank, weniger Volumen als sonst, aber egal. Hey Freunde, was geht? Gehst du in Meet & Greet? Fühl mich echt down, Alter. Hab mich gerade ein bisschen runtergezogen. Hatte das schon mal. Hab ja nicht mal heute übertrieben. Es war nur wenig Schlaf. Beim Flug auch gar nicht geschlafen. Wollte ich auch nicht, weil ich wollte halt dieses Gefühl halt nicht haben, müde zu sein. Aber ich war dennoch müde um diese Uhrzeit, weil ich eigentlich nur diese Uhrzeit schlafe. Das ist halt das Biorhythmus. Kann man nicht beeinflussen, Freunde, richtig? Ja, egal. Ich kümmere mir auf jeden Fall mein Meal Prep. 80 Gramm Reis, 200 Gramm Beef und 200 Gramm Gemüse, glaube ich. Also wir sind mit den Kalorien nochmal runtergegangen. Jetzt auf 3.100 an Trainingstagen. 3.200, sorry. Man merkt den Energieunterschied auf jeden Fall. Und ich habe weniger Druck in der Muskulatur und alles. How are you? Fine and you? Good. Thank you. Willst du auch was sagen, wenn ich will? Achso, ja, sorry. Super. War ganz gut abgelenkt. Was ich sagen wollte. Die Schlange ist ziemlich lang. Ich hoffe, wir kommen jetzt irgendwann dran. Aber wir haben noch anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden haben wir noch. Das war's jetzt. Feiern. Bis vorbei ist, ja. What the fuck are you doing? Taking a picture of the wrong Arnold. What the fuck, man? Are you the real Arnold? Of course I'm the real one. Good, appreciate it. I'm Priest Johnny Arnold. This is a lot of pump. He doesn't name Arnold. No? A lot of pump.
he is Schwarzenegger. That's true. Yeah. How are you doing today? Good. You look very tanned. Part of the game. It's popping. Got the foreskin skin. Very good. Yeah, it's good. Compare the two skins, and if it's the same, we're good. Yeah, then you have a good pump. Are you still coming? Yes, of course. Yeah? Today, tomorrow, a lot more. On the stage. Yeah. Also backstage when you pump up. Backstage first, and pose up in front of 5,000 people. Yeah. You get the same feeling, right? Yeah, of course. And then later at night as well, when I fantasize about being on stage again. Yeah, so. You look terrific. Thank nice you. Shirt. Yeah, the Dutch Oak. Dutch Oak. Yeah. German Oak. Next year. Ich habe Priest Arnold gesehen, der hat irgendwie Wesleys Stand verrannt und hat dann, keine Ahnung, was er zu ihm gesagt hat. Ich hoffe, gute Sachen. Ja. Und jetzt sind wir hier, haben ein paar Leuten schon Hallo gesagt, die wir halt kennen. Sollen wir mal wieder Hallo sagen, ein bisschen quatschen. Kommen viele Leute am Start und fragen nach Foto und so. Das freut mich auch jedes Mal wirklich. Also wenn ihr mich seht im Gym oder so, fragt mich gerne. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür, für jeden Einzelnen von euch. Very good. Heavyweight, brother. Heavyweight, Alter. Like you fool. Hi. Hey, that's me. I thought this was big, dude. What's going on? Well, well I think I'm scared. Yeah. They turned pro and I didn't. Because I'm tall. See, you gotta be their height. See, that's the perfect height. You're too tall too. To put on the size. I can go a little bit deeper. Yeah, you gotta. To flex the glutes. They got, yeah. Tall guys don't make it in the sport. I mean, he does, Samson. But you gotta be 330 plus. Yeah. You know? Yeah. You gotta be 330 plus. Yeah. Keep doing what you're doing. Okay. Keep doing what you're doing. Ich wollte mich an dieser Stelle verabschieden. Danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Danke auf jeden Fall an dieser Stelle, Freunde. Wir gehen jetzt auf jeden Fall eine Kleinigkeit essen. Also ich habe mein Meal Prep natürlich noch im Auto. René, ihr wollt zu Hause kochen, ne? Nach Hause kochen. Wir gehen jetzt nach Hause kochen. Nicht vergessen, in den nächsten Tagen kommt schon das nächste Video. Haut rein. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall was Cooles gesehen. Wir haben viele liebe Leute getroffen. Ich bin auch dankbar dafür. Thank you for every single photo, talk or anything. Wow, thank you so much. Hello, big guy. Auf jeden Fall, Freunde. Haut rein. Euer Johnny. Bis zum nächsten Mal. Danke auch für jeden einzelnen Support von euch. Ich bin wirklich mega dankbar und ich bin froh, dass wir hier so eine Reise machen können. Danke auch ESN an dieser Stelle. Jebri, A-Number Peanut, Johnny Kirkhardt.